Ayad Marashis Arbeitsplatz ist sozusagen eine Intensivstation für klinisch tote Datenspeicher. Ein Sturz, ein Stromunterbruch oder schlicht unsachgemäßes Abschalten können eine Festplatte umbringen. Ein untrügliches Zeichen, die Harddisk macht seltsame Geräusche. Wenn Festplatte komische Geräusche macht, heißt, ich lese Schreibkopf defekt. Und wenn Head defekt ist und nicht sauber auf Platte läuft, wird die Platte verkratzen. Wenn die Platte verkratzt ist, dann ist sehr schwierig, zum Daten wiederherzustellen oder teilweise gar nicht möglich. 1500 Franken bezahlen Kunden im Schnitt für eine Datenwiederherstellung bei mechanischen Defekten wie diesem. Erstaunlich, die Daten von diesem Laptop, der von einem Auto überfahren wurde, konnten gerettet werden. Günstiger, weil weniger aufwendig, ist die Rettung von versehentlich gelöschten Daten. Von der verschwundenen Doktorarbeit über Bankdaten bis hin zu Familienerinnerungen. Bilder von Familie, von Babys, von Kindern, halt, von Ferien. Aber meist sind Babybilder, die Herz berührt, wenn Kunde das verliert. All diese Festplatten landeten im Rettungslabor, weil ihre Besitzer kein Daten-Backup machten. Ein einfaches Backup ist mit Windows oder Apple aus dem Betriebssystem heraus möglich. In vielen Fällen reiche dies, sagt Reto Wittmer von der SRF Digitalredaktion. Das Allerwichtigste sei, überhaupt ein Backup zu machen. Im Minimum einmal pro Monat, lieber aber sagen wir, einmal in der Woche, dann ist man wirklich auf der sicheren Seite. Und die Festplatte, wo das gespeichert ist, die habe ich an einen sicheren Ort tun und vielleicht überlegen, habe ich noch ein paar Daten, die besonders heikel sind, wo es vielleicht ganz schlimm wäre, wenn eben auch das Backup bei einem Hausbrand zum Beispiel dann zerstört wäre, selbst vielleicht dann irgendwie bei den Eltern noch deponieren oder bei einem Kollegen, also außerhalb vom Haus. Die Deutsche Stiftung Warentest hat 13 spezifische Backup-Programme getestet. Kassensturz möchte von der verantwortlichen Testredakteurin wissen, was solche Programme denn besser machen als die Backup-Tools von Windows oder Apple. Backup-Programme verringern unseren Aufwand, das heißt, sie erledigen automatisch, was wir sonst von Hand machen müssen. Dann sparen sie auch viel Speicherplatz, weil sie die Daten komprimieren. Und außerdem bieten sie ganz viel Komfort, zum Beispiel Zusatzeinstellungen, in denen ich mich entscheiden kann, wann dieses Backup stattfindet. Eventuell zum Beispiel immer, wenn ich eine Festplatte an meinen PC anschließe. Die Testresultate reichen von sehr gut bis befriedigend. Die Preise zwischen gratis und 54 Franken für eine unbeschränkte Lizenz. Das sind die besten vier. Der kostenlose Aomei-Backupper bekommt gute Noten bei Datensicherung und Wiederherstellung, Handhabung sowie Vielseitigkeit. Gute Bewertung auch für Nero Backitup. Seine Stärken, die schnelle Wiederherstellung und die signifikante Komprimierung des Backups. Und das kostenlose Paragon Backup and Recovery mit Bestnoten bei der Handhabung. Das kostenlose Programm reicht fast an den Testsieger heran. Also wer auf ein paar Komfortfunktionen verzichtet, die vielleicht auch nicht jeder braucht, zum Beispiel der Computer fährt sich selbst herunter, wenn das Backup beendet ist, der kann ohne weiteres auch das Gratis-Programm nehmen und sich das Geld sparen. Testsieger ist die aktuelle Version von Acronis True Image für Windows und Mac. Es speichert die Daten noch einen Zacken schneller als die Konkurrenz und bietet viele Komfortfunktionen, zum Beispiel eine Handy-App. Bewertung sehr gut. Die Nutzerinnen haben die Qual der Wahl, wenn es um die Auswahl der Festplatten geht. Doch nicht alle sind gleich geeignet für ein Backup. Für die, die ganz viel Daten haben und es möglichst automatisiert haben wollen, ist so ein NAS eine gute Sache. Das ist im Prinzip ein kleiner Computer mit Festplatte drin, der dann im Netzwerk zu Hause ist. Für die meisten ist aber wahrscheinlich so eine externe Festplatte die beste Lösung. Da gibt es die Kleinvarianten, die SSD-Festplatten. Die sind ein bisschen teurer als die klassischen Festplatten. Dafür geht es sehr schnell, da können Daten ganz schnell geschrieben werden. Und dann das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben eigentlich so die externen USB-Festplatten. Wichtig dort Standard 3.0 kaufen, damit Daten schnell übertragen werden können. Doch was tun, wenn zum Beispiel Fotos ohne Backup gelöscht werden? Der Kassensturz-Redaktor will wissen, ob spezifische Datenrettungsprogramme gelöschte Bilder retten können.
Alles fort. Mal schauen, was wir retten können. Datenrettungsprogramme gibt es mit zeitlich limitierter oder unlimitierter Lizenz. Gerne. Und tatsächlich, innerhalb kürzester Zeit findet dieses Programm die gelöschten Bilder. Wow, schau mal. Er findet immer mehr. 430 Files. Das ist recht erstaunlich. Die sind fort, ich habe es gelöscht. Ich habe auf Recover gedrückt, es ist total einfach. Und pluff sind die da und hunderte Fotos auch noch, die ich früher noch mal gelöscht habe. Stiftung Warentest hat auch 14 Datenrettungsprogramme getestet. Fazit: Datenrettung von SD-Karten oder USB-Sticks funktioniert gut. Schwierig wird es bei schnellen SSD-Festspeichern. Mit genügend haben diese Produkte abgeschnitten. Disk Drill Pro rettet zuverlässig von SD-Speicherkarten und USB-Sticks, versagt aber bei SSD-Speichern. Ebenso File Scavenger Standard. Dafür punktet das Programm mit Zusatzfunktionen. Testsieger mit Bewertung gut ist ISIS Data Recovery Wizard Pro. Als einziges Programm im Test vermochte es, gelöschte Daten von einem SSD-Speicher zu retten. Die angegebenen Preise sind für eine unbefristete Lizenz. Ganz grundsätzlich würde ich mich nicht darauf verlassen, dass mir im Notfall ein Datenrettungsprogramm hilft. Unser Test hat gezeigt, manchmal ist das ein bisschen Glücksspiel. Manche Dateien werden gerettet, andere nicht. Also ein Backup ist Ihr bestes Datenrettungsprogramm. Sorgen Sie vor, damit Sie erst gar nicht in die Bredouille kommen, so ein Datenrettungsprogramm einsetzen zu müssen. Kassensturz stellt Datenretter Ayat Marashi auf die Probe mit einer Harddisk, von der Ferienfotos gelöscht wurden. Kein Problem für den Datenprofi. Bei ihm kostet das rund 300 Franken inklusive Datenrettungsgarantie. Ganz genau, das kostet so viel. Darum würde ich überlegen, ob Daten wirklich so viel wert sind. Vielleicht macht man von diesem Geld wieder Ferien. Das Resultat von diesem Test gibt es in einer handlichen Übersicht, um in aller Ruhe nachzustudieren. Und das selbstverständlich wie gewohnt online.